und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderland und zu einer neuen Woche voller Action, hoffe ich. Mal gucken, was so passiert. Wenn ihr Bock habt auf das Projekt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einfach ein Abo da lasst. Dann seht ihr auch noch deutlich mehr Videos, fast jeden Tag oder auf jeden Fall jeden Tag ein neues Video von Real Farming und vielleicht demnächst auch nochmal wieder ein bisschen Minecraft oder auch noch andere LS-Projekte. So, aber jetzt starten wir mal. Wir haben gestern den Dieselanhänger geholt und werden damit jetzt zum Feld fahren, weil irgendein Trecker braucht, glaube ich, Sprit. Ich glaube, das war der Xerion, der bei der Zwiebelernte steht und fast einen leeren Tank hat. Schauen wir mal. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Da bin ich gerade auch jeden Tag dran, was zu posten. Einfach wegen dem RP. Seht ihr auch dann jeden Tag die neueste Folge, die ich dort bewerbe, sage ich jetzt mal. Oh, Alter, da ist ein Blitzer. Bloß keine Lecks jetzt. So. Moin, Volker. Hi. Ups. Oder aus. Ja. Kannst du gerade mal drüben einsteigen und Motor anmachen? Jetzt geht. Danke. Gerne. So. Ey, das. Okay, geht trotzdem. Gut. So. Mach mal hin hier. Wir müssen ernten. Das muss fertig werden. Ich bin schon wieder voll. Ach so. Ja. Oh, komm. Scheiße, der Anhänger ist auch voll. Haben wir keinen zweiten Anhänger hier? Nee, den anderen hat Stefan mit. Warum denn? Okay, ich fahr mal kurz weg. Komm gleich wieder. Ja. So ein Mist, ey. Ups. So. Alter, der Xerion hat aber auch zu kämpfen. Ne, Tempomat ist falsch eingestellt. So, dann fahren wir das mal schnell zum Schweinebauernhof. Und dann hoffe ich mal, dass wir relativ schnell wieder zurück sind, damit wir mit der Ernte weitermachen können. Wir brauchen unbedingt, oder ich muss noch überlegen, ob ich nochmal zum Jahr einen Hof fahre und noch einen zweiten Anhänger hole. Da steht ja zumindest der Joskin, der Kleine, steht ja da noch rum. Vielleicht würde das noch Sinn machen. Oder aber der Stefan Müller, der kommt jetzt hier bald wieder an. Und ist dann auch parat, um hier zu arbeiten und abzufahren. Das wäre natürlich optimal, wenn wir zwei Leute zum Abfahren wären, dann würde man wenigstens vorankommen. Der hier noch einen Anhänger stehen. Aber ich glaube, das hier ist sein Anhänger.
So. Mal gucken. Sieht nicht so aus, als hätte er hier noch einen Anhänger. Ups, bisschen nach vorne gucken wäre sinnvoll. 130.000 Liter Zwiebeln sind ja schon drin. Ich glaube, ich spinne, ey. Achso, und bei dem sind auch Zwiebeln, glaube ich, drauf, oder? War da irgendwas? Bin mir gar nicht mehr sicher. Diese Woche sollte übrigens der Ton auch wieder passen. Moment, hier müssen wir abbiegen. Mein Pegel vom Mikrofon war noch nicht ganz auf Maximum eingestellt. Deshalb war ich auch letzte Woche wieder ein bisschen leiser wie die anderen. Aber jetzt, diese Woche, sollte es tatsächlich wieder passen. Das passiert halt, wenn man das Setup umbaut. Nach dem Umzug war das halt so. Ich glaube, ich muss den nochmal anrufen. Guck mal, was da drüben im Wald steht. Klingelingeling, klingelingeling. Boris? Yo, Volker Varuna hier, servus. Wo ist denn dein Chef? Ach, der ist gerade unterwegs. Der Hampelmann hat immer noch nicht meine Sämaschine verkauft. Ich bin gerade auf dem Weg, ich bin auch gleich da. Ah, okay. Gut, passt. Dann danke ich euch. Tschö. Tschö. Sehr gut. Bin ich gerade wirklich am Überlegen, ob ich... Warte mal, ich probiere den mal anzurufen. Servus. 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 Müller, wo bist du unterwegs? Gerade noch am Palettenverlag, habe aber gerade ein kleines... So, der Hänger ist voll wieder. Das heißt, du hast meinen Anhänger noch da oben. Ja. Ah, okay. Ach, deshalb ist deshalb. Ich behoben bekomme irgendwie noch. Was nochmal? Weil ich das Problem behoben bekomme. Umso schneller kriege ich dann die Paletten auf den Anhänger, umso schneller komme ich wieder nach unten. Okay. Jo, dann gib mal Gas, weil wir brauchen noch einen zweiten Abfahrer hier eigentlich. Beziehungsweise noch jemand, der mitarbeitet. Ja, ich komme gleich. Sobald ich da bin, dann haben wir mehr Tonnen, die man mit einmal wegbewegen können. Jo. Wäre praktisch. Ich bin nochmal kurz weg. Jo. Nochmal jemand anderes. Gut. Ich bin am Überlegen, ob ich gleich noch einen anderen Anhänger holen fahre. Ja, ist ja auch kein Problem. Ja. Dann stelle ich dir den leeren gleich nochmal hin und dann hole ich den anderen von meinem Hof. Jo, dann fahr am besten im Case, weil der hat ja noch deinen Tankfass hinten dran, ne? Nee, ich wechsle auf den Xerion. Der ist schneller. Okay. Dann fahren wir nämlich mit Xerion, mit Klaas. Ja, Xerion. Klaas, Xerion, Lul. Fahren wir dann mal schnell an unseren Hof. Und holen
meinen, was ist denn das, der Joskin Draker? Ne, Transpace. Den Joskin Transpace, den holen wir jetzt gleich noch. Der hat zwar nur 32.000 Füllvolumen, also was da reingeht. 32 Tonnen. Aber das ist okay. Weil der Anhänger soll ja sowieso hoch dann zum Stefan Müller, damit der da oben seine Scheifchen versorgen kann mit dem Anhänger. Der braucht ja nicht so einen großen. Und der LKW soll nämlich dann hier unten stehen bleiben, dass wir hier unten die mit einem so einen Anhänger hier eine gute Abfahrerkombination haben. Da haben wir dann 50, 58.000 Liter oder so. Das ist eigentlich gut ausreichend. Ja, jetzt ist die Sämaschine weg. Sehr schön. So. Dann stellen wir hier den Anhänger in. Ups. Oh. Handbremse nicht angezogen da vorne beim Dings da hier. So. Ach nee. Wie geht denn der Hebel da runter? Ah ja. Gut. Aber ich werde hier trotzdem das Tankfass noch mitnehmen. Dann ist es nämlich trotzdem wieder bei mir am Hof. Ich muss auch noch zum ehemaligen Müllerhof. Also das heißt zum Händlerhof. Um zu gucken, ob da die Unterlagen für die Agrargenossenschaft liegen. Das muss ich auch noch machen. Dann steigt mir der Neumann noch irgendwie aufs Dach. So, aber jetzt fahren wir erstmal mit dem zum Hof. Dann könnte ich eigentlich auch. Ich könnte die Unterlagen schnell ausdrucken. Ich könnte die Unterlagen schnell ausdrucken und dann sagen: Hier, da, hier, die haben wir doch gefunden. Das könnten wir machen. Das machen wir, das machen wir. Wir drucken uns schnell die Unterlagen aus für die Agrargenossenschaft. Müssen nur die anderen zwei noch unterschreiben. Weiß ich nur nicht, ob wir das so schnell hinkriegen. Also vom Diesel wäre kein Problem, weil der ist ja auf dem Feld. Aber der Müller, der braucht halt noch ein bisschen, bis der dann bei mir ist. Müssen wir mal gucken. Schon immer ein ganz schönes Stück hier von A nach B. Wo ist denn eigentlich mein Tatra? Ich glaube im Wald, oder?
Mit dem könnte ich eigentlich auch fahren, der wäre noch ein bisschen schneller. Da fällt mir gerade ein, da müsste ich mal den RaceX anrufen. Klingelingeling, klingelingeling. Björn Blaubeer. Hallo Björn. Du, ist der RaceX auch da? Warte, ich guck mal kurz. Ich verbinde dich weiter, warte. Jo. Ja, hallo? Ja, Jürgen, Folger hier. Moin. Servus. Bist du leise? Geh mal richtig ans Telefon. Hallo? Ja, ja. Ah, viel besser, ey. Dachte schon, hätte schlechten Empfang. Lackierst du eigentlich auch Fahrzeuge? Ja. Okay, wo muss ich da was hinbringen? Zum Blaubeerhof. Okay. Hochkommen. Ich bräuchte nämlich, ich habe doch zu Weihnachten den Tatra gekriegt, wenn dich erinnerst. Ja. Da hätte ich gern eine andere Lackierung drauf und oben noch so ein... Also ich habe da auch die Fahrschule noch, weißt du? Ich würde den gern dafür nutzen. Ja. Dann gucke ich, dass ich ihn dir die Woche vorbeibringe. Jo. Gut. Was kostet das ungefähr, weißt du das schon? Also willst du oben drauf noch so ein Fahrschulschild haben? Ja, genau. Und ein bisschen Werbung an der Seite. Ja. Muss ich mal gucken, was das kostet. Okay. Kann ich dir dann sagen, wenn du den hochgebracht hast. Jo. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Jo. Okay. Dann da, guck ich mal. Bis dann. Jo. Ciao. Ja, dann machen wir nämlich, machen wir da eine neue Lackierung drauf auf den Tatra. Und nutzen den auch gleichzeitig als Werbefläche. Ja, Volker Varuna, hallo? Jo, Volker Diesel hier. Jo. Die Polizei war gerade bei mir, die ist gerade auf dem Weg zu dir. Die haben mich gefragt, ob wir Gehalt kriegen. Ist so, dadurch, dass es noch nicht geregelt ist, ist das auch noch nicht geregelt. Hast du das angegeben? Oh, das sind sie gerade. Das habe ich gerade angegeben bei der Polizei, ja. Mhm. Okay. So wie wir es beim letzten Mal besprochen hatten. Ja, die fahren gerade hier vorbei, aber kein Blaulicht, kein gar nichts. Keine Warnsignale. Dann fahre ich mal einfach weiter. Gut. Ja, wir sind auch hier gerade bei mir am Feld gewesen. Jo, dann bis später, bin schon wieder auf dem Rückweg. Tschö. Alles klar, ciao. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Mal gucken, was da jetzt passiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.